Ja, meine lieben Freunde, heute geht's los. Wir fahren mit Flaschenkost 8 Tage, 8 Städte ab und das Motorrad ist gepackt. Ich werde jetzt zum Treffpunkt fahren, wo die Tour losgeht. Und ja, hier ist meine Maschine. Ihr seht schon, hier habe ich einen Rucksack mit den Sachen, wo ich schnell dran muss. Hier habe ich ein paar Ersatzklamotten und hier habe ich allgemein ein paar Wechselsachen, sonst war es das Nötigste. So sieht die Maschine aus. Ich habe mich entschieden, ohne Windschild zu fahren, Leben am Limit, Optik über Funktion, wie gesagt. Und ja, ich bin ready und ich würde sagen, fahren wir mal zum Treffpunkt mit Carsten. Oh Mann, Leute, kennt ihr das Gefühl, wenn man seine Hände wegnehmen kann und das Motorrad weiter beschleunigt wegen dem Tempomaten? Nein, Spaß. Kennt ihr das Gefühl? Also ich glaube, die meisten kennen es. Geht irgendwann auf einen langen Trip so und ihr habt einfach das Gefühl, irgendwas habe ich vergessen. Und ich denke halt die ganze Zeit drüber nach, was zur Hölle habe ich vergessen. Aber ich habe echt gefühlt alles eingepackt. Also von daher alles Babane, glaube ich. Aber dieses komische Gefühl bleibt halt. Das Gute ist halt, im Vergleich zu früher, wobei, wo bin ich früher rumgereist? Kein Geld, nix. Aber worauf ich hinaus will ist, wenn irgendwas fehlt, könnte man sagen, yo, scheiß drauf, geh es halt schnell holen. Also ich rede jetzt nicht von, ich habe mein Handy vergessen, ach, hol's halt, neues Handy für 1000 Euro. So habe ich das nicht gemeint, aber so irgendwelche normalen Sachen. Aber Leute, ich sage euch, ich bin so fucking happy gerade. Also das Einzige, wo ich ein bisschen nachtrauere, ist halt das Kind und die Verlobte zurückgelassen zu haben. So. Aber ich denke, wir werden jeden Tag FaceTime reden und so, dann passt das. Aber an sich ist es wirklich so, dass ich mich extrem freue. Und ja, also ich habe hier noch 51 Minuten. Ich habe halt den Morgen mit der Familie noch verbracht, deswegen bin ich relativ spät los. Und muss jetzt die erste Strecke, Etappe zur Carsten eben auf der Autobahn verbringen. Statt irgendeine coole Straße oder Route auszusuchen. Aber ich sag's euch Leute, die Reise wird so geil. Das sind erst die ersten paar hundert Kilometer, die ich jetzt zurücklege. Danach, das wird so wild, das wird so wild. Und dieses Video ist quasi nur das Ankündigungsvideo, ne, wie die Reise losgeht. Die nächste Folge von dieser Serie, die findet ihr auf Carsten seinem Kanal. Also wenn ihr das Video hier geguckt habt, dann geht auf jeden Fall rüber zu Carsten. Das Video ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Und zieht es euch rein, Mann. Und das wird eben im Wechsel stattfinden. Die nächste Episode findet bei Carsten statt, dann die übernächste Episode bei mir, hin und her, bis diese ganze Deutschlandreise-Videoserie abgeschlossen ist. Ich sage euch, das wird le Hammer. So Leute, ich musste einen kurzen Tankstopp einlegen. Ich habe auch nur für 15, 16 Euro getankt oder so. Ich weiß nicht mehr, weil es sonst nicht gereicht hätte. Aber ich sag's euch, Alter, auch wenn es eine Raststätte, Tankstelle ist, also 1,87 für ganz normalen Sprit, nicht Ultimate. Digga, das ist fucking Wucher, Alter. Aber heute ist ein wunderbarer Tag und wir lassen uns die Laune nicht verderben. So Leute, ich bin jetzt gleich da. Wie gesagt, diese 200 Kilometer, die ich jetzt gemacht habe, die waren quasi nicht die Deutschlandtour, sondern die Deutschlandtour geht jetzt gleich los. Wir treffen uns mit Carsten und ab da übernimmt er die Führung, so haben wir das ausgemacht. Und immer etappenweise wechseln wir die Führung und lassen uns vom Gegenüber quasi überraschen. Und wie gesagt, jetzt beginnt seine Etappe und wenn euch das Video interessiert, schaut gern bei ihm vorbei. Da ist er.